Oh Gott, ja, es brennt. Deswegen habe ich es leiser gemacht. Ich habe schon fast ganz leise. Wir haben ganz klein. Der Strich ist nice, ganz Alter. Weit unten. Die Musik hat auf Englisch angefangen und hat auf Deutsch geendet. We were left for dead. Verstehst du? Das Spiel heißt einfach nur so wegen dieser Szene. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Left 4 Dead 2. Unser Projekt nach Destiny 2. Wir machen mit Destiny 2 erstmal eine Pause. Und natürlich wieder mit unserer Gruppe. Bestehen aus Kadari. Hallöchen. Gameski. Hallo, Gendobre. Und zum Idioten am Puzzle. Hi. Hi. Hallo, Puzzle. Und Nick. Vergiss also, da wir hier nicht lang können und da nicht lang können, denke ich mal, wir müssen hier runter. Nee, du läufst voll. Es ist ein super altes Spiel und ich habe es trotzdem noch nie gespielt. Ich habe 2 Stunden gespielt hier und damals auf der Xbox 360. Wahrscheinlich ich find's auch witzig. So. Ich find's schon mal geil, dass du auf der Renntaste einfach anfängst zu schleichen. Das ist ja, das ist aber typisch bei Spielen. Also das, zumindest bei CS. Das Problem habe ich immer bei Counter-Strike. Jedes Spiel ist da Sprinten, weißt du? Ist das euer Scheißernst, dass die Zombies einfach verschwinden, wenn sie sterben? Willkommen in der deutschen Version von Left 4 Dead 2. Tja. Ach, come on. Ist das in der amerikanischen anders, oder was? Ja, natürlich. Das ist in jeder Version anders. 13 Uhr rausgekommen, da war das ja noch nicht so. Also war es auch schon besser, aber... Jetzt, Schmerz mit! Jetzt hast du ja jedes Spiel eigentlich in Ankart, außer es hat Hakenkreuze. Ja, auf ja, jeden aber Fall, ganz ehrlich, ja. Kann man hier Leute runterschubsen? Nee. Ja, aber das sind ja nicht Erschossene. Digga, ist doch scheißegal! Da liegen blutige Leichen. Oh shit! Der ja, das hat ein bisschen lang masturbiert, würde ich sagen. Der ein bisschen lang masturbiert, Alter. Was ist denn jetzt hier los? Nee. Alles gut. Ja, auf jeden Fall, Left 4 Dead 2 ist jetzt erstmal ein Übergangsprojekt. Also jetzt im Dezember werden wir kein richtiges Let's Play mehr starten. Das haben wir uns vorgenommen. Und dann Anfang nächsten Jahres werden wir hoffentlich richtig mit Divinity 2 dann durchstarten. Das geplante neue Projekt. Ja. Wie du den Leuten einfach erzählst, dass wir uns vorgenommen haben, nichts zu machen dieses Jahr. Nein, also kein richtiges Let's Play mehr zu starten. Also wir nehmen jetzt halt Left 4 Dead als Übergang auf und Project Zomboid haben wir auch noch vor, ne? Ja. Jetzt hat er's gespoilert. Das habe ich schon in Destiny 2 gesagt. Doppelt gespoilert. Ja, ich meine, man überlegt so, Dezember, Weihnachtszeit, was passt denn da? Zombies. Zombies. Ist einfach so. Habe ich hier eine Munitionsanzeige? Habe ich unendlich Munition mit den Dingern? Boah, ey, dieser epische Effekt, wenn man hier eine Scheibe einhaut, das ist ja... Krass, wow. Ne? Und noch kurz zu Destiny 2, wir werden Destiny 2 wahrscheinlich auch weitermachen. Wir werden auch irgendwann das DLC spielen. Oh, Kurwa! Oh, lol! Er hat mich ins Feuer gerammt! Au! Nein! Oh mein Gott, Puzzle hängt am Fenster! Wir müssen ihn retten! Ich komm nicht zu dir, es brennt! Ja, Nick hilft mir schon. Ganz ruhig! Ah. Könnte natürlich auch sein, dass Left 4 Dead 2 uns so viel Spaß macht, dass wir das auch doch komplett durchspielen. Ey, nachdem ich gesehen habe, dass die Zombies verschwinden, wenn sie sterben, ne? Es gibt ein Uncut-Patch, also du kannst es auch ändern. Aha, und wer ändert, dass die Glasscheibe, die zerspringt, zu kleinen Dreiecken wird? Nee, das liegt daran, dass das Spiel halt einfach alt ist. Ich wollte gerade sagen, das Spiel ist scheiße alt. Ja, locker 4-5-4. Mindestens. Oh, jetzt... Jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so cool, dass ich auf Ultra stellen konnte. Aber du konntest Destiny 2 auf Ultra spielen. Ja. Das ist was Besonderes. Das ist was Besonderes, das stimmt. Für mich ja. Kadari ist übrigens ausgestoßen, weil wir beide sind schwarz und erstmal. Aber Nick ist auch weiß. Ja, aber das ist ein Bot. Ja und? Wer hat eine Pistole? Ja, Nick, Alter. Puzzle, du weißt, dass wir die einzigen beiden sind, die hier das Leben erhalten können zusammen, ne? Achso. Wir müssen kleine Babys machen. Alles klar. Warum kann ich nicht mit dem Weißen ein Baby machen? Hä? Und du hast gesagt, wir sind die einzigen, die zusammen ein Baby machen können. Warum kann ich nicht mit Kadari oder nicht?
Ich dachte, ich wäre der Rassist in unserer Gruppe. Hä? Nein! Ja, red ich da wieder raus. Ja, jetzt muss ich mich wieder rausreden. Das habe ich mir damals schon wieder gedacht. Alter, was ist passiert? Hab dich gerettet, alles gut. Ein Jockey, der ist von seinem Pferd gesprungen und hat dich gerettet. Aber ganz ehrlich, gut, ja. Stimmt, ich habe irgendwie Scheiß erzählt. Aber wenn ich sterbe, ne, dann war's das mit der menschlichen Art. Ich bin die einzige Frau. Ja, okay, das ist. Hä, hey, wir können auch Kinder adoptieren. Hast du das gegen Schulenadoption? Hä? Was willst du denn adoptieren? So einen kleinen Zombie-Jungen oder was? Ja. Was denn, nur weil er anders ist. Nur weil er anders ist. Er hat besondere Bedürfnisse. Er ist trotzdem so viel wert wie ein Mensch. Okay. So ein Zombie, der dich fressen möchte. Au! Wie rennt man denn? Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass ich Friendly Fire aufgemacht habe, glaube ich. ich kann mich nicht richtig bewegen. Jetzt alles gut! Läuft! Hier ist eine Flasche mit Verbandszeug selbst verarzten. Und wie soll das gehen? Du Ach so. Nimmst das Verbandszeug und kriegst Essen aus, hast du. Aber worauf ich mich sehr freue, jetzt abgesehen von Divinity 2, da bin ich zumindest sehr gespannt, wie es ist, ist Project Zomboid, weil das wollte ich schon immer spielen. Ich hab gestern tatsächlich das Tutorial gespielt und am Ende vom Tutorial wirst du ja von dem Tutorial voll verarscht. Spoiler, danke. Ja. Bitte. Gern geschehen. Okay, wir haben irgendwas geschafft. Wer hat die meisten Kills? Was? Ich bin schlechter als Nick? Aber dann! Tja, Puzzle. Da musst du wohl noch ein bisschen üben. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Warum war ich denn so schlecht? Ich bin halt einfach überall besser als er. Den ganzen zwei. Krass. Boah, diese Schrotflinte, das ist meine Waffe. Ich mag Schrotflinten. Oh cool, was ist hier los? Die Mac 10 oder was ist das? Geile Reisekoffer, ey. Lass mal so einen mitnehmen. Reisekoffer. Das sind bei mir Schränke. Das hier unten sind doch keine Schränke, Mann. Ach so, das hier. Das sind keine Schränke. Das geht. Ich glaub, Schränke gut unterwegs. Schränke gut, alles gut. So, vielleicht, was kann ich noch mitnehmen? Vielleicht mag ich die Schrotflinte doch nicht so gerne. Pumpgun oder Uzi? Ich glaube, ich nehme mal eine Pumpgun. Nein, das ist eine Mac 10, hallo. In euer Gesicht. So, jetzt hol ich mir die meisten Punkte. Tschüss. Lade nach! Ich finde übrigens schade, dass es keine Zombie-Kinder gibt. Oh. Hallo in deinem Leid gibt es. Okay, echt? Ich bin dafür auch richtig gehatet. Warum auch immer. Das ist ein fucking Zombie-Kind, Alter. Bei normalen Kindern würde ich. Ah! Ach nein! Jetzt wieder Internet-Pornos. Aber Zombie-Kinder sind okay, die darf man halt ruhig mal. Kann mir mal bitte jemand helfen, der nicht Nick heißt? Ja, was weiß ich denn, wo du bist? Man, so spart man Munition. Der Typ, der zu viel Mosse-Beat hat mich wieder angegriffen. Tja. Er sagt nur, oh ja! Oh ja! Oh, oh ja! Perfektes Timing. Bitte steht nicht heilen. Schmutzmittel. Oh, perfekte Waffe. Ich glaub, Nick will. Ach, du Kacke. Als ob er mit einer Kettensäge. Nick, jetzt heil mich! Oh, danke. Da ist mein erstes Kettensägenopfer. Nick, Alter. Was sind denn die FGB? Das sind Pistolen. Können die jetzt rennen oder was? Da war die dumme. Oh, nein, den möchte ich nicht sägen. Okay, keine Ahnung, hat das im Kommentar gehört. Hä, ich dachte, das wäre ein normaler Amerikaner gewesen. Kadaki ist gerade normaler Amerikaner. Was? America, hell yeah. Au! Hätte man mitrechnen können. Da ist ein Fass, das könnte explodieren. Erstmal draufschießen. Als ob die mich töten, ey. Und wer war daneben, als du drauf geschossen hast? Nicht anleuchten. Was mies. Was bist du, eine Bitch? Nicht Bitch, Witch.
Die da! Wow! Wow! Ja, ihre Fingernägel lang nicht mehr geschnitten. Nice, Nick hilft mir schon wieder, weißt du? Nick ist wirklich ein guter Mitspieler, aber ihr? Nick ist der beste Mitspieler. Tja. Mann, ich bin schon wieder low. Ja, wie verharzt dich denn? Verdammte Kacke, nein! Ah! Der männliche Schrei war wieder da, jawohl! Nein! Als ob Nick den getötet hat, der hässliche Bombo, Alter! Du hässlicher Babun, geh mal weg! Hör auf, meine Kills zu klauen! Ja, das müssen wir tatsächlich. Oh, ich habe leider kein Erste-Hilfe-Ding, was ich dir geben könnte. Vor allem, ja, ich spring auf die Leitplanke. Aber ich habe eine Dingsbums, die ich dir geben kann, warte. Habe ich das jetzt dir gegeben? Ne, ich hab jetzt mir das. Okay, Entschuldigung. Wie heilt man denn andere? Ich hab Blut übrigens. Ich hab jetzt nur 5 HP, jetzt 4. 3. Shotgun. Läuft bei dir? 1. Ich hab 1 HP, Leute. Läuft bei dir. Tschüss. Ich kann dir leider aber nicht groß helfen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Da steht ja nichts. Wechsel. Ja, aber was? Wie soll ich das machen? Mausrad. Aufs Minipack. Und dann irgendwas schreit hier rum. Oder rechts. Die kommen über die Mauer! Ja! Du bist ein guter Mitspieler. Oh, Gameski Time! Unsere ich hab Rassen dich jetzt Kills verballert, das weißt du. Hoffentlich weißt du, dass du schätzt. Ja. Kurwa. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie lange wir aufnehmen? Ich würde sagen, wir nehmen einfach auf und fertig. Okay, das können wir natürlich auch machen. Was machen wir? Boots! Ja, wir nehmen einfach auf und... Oh, grüne Rotze! Ist ja interessant gewesen, das vorher zu wissen. Hilfe! Was, Sie können Kadari irgendwas geben. Aber wie komme ich denn da rüber? Er hat ja gar keine Kletterfunktion. Danke, Puzzle! Da ist eine Leiter an dem Container. Support. Auf die Lane! Support, Kurwa! Das war's mit meinem, LOL-Knowledge. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Wer ist Alice? Ach, du bist Alice gerade. Ich brauche eine andere Waffe. Oh shit, die spuckt. Hat er bei euch dasselbe gesagt wie bei mir? Oh, wollte ich nicht? Lol. Die dreckige Zombie-Schlampe hat auf mich gespuckt. Klingt wie ganz normaler Samstagabend bei mir. Ich habe einen Granatwerfer. Nick, halt mich. Nick ist cool. Nick ist voll der Liebe. Ich kann dich auch heilen. Nick hat mir meine Schrotflinte geklaut. Ich hab ein mieses Katana, jetzt vorbei. Als ob die Scar 3 Schuss ist. In welchem Videospiel ist die Scar 3 Schuss? Genki. Das Feuer kann noch fahren. Ich werde nicht einfach so sterben. Nick, halt dich. Juck die nicht. Ich hab hier noch zu tun. Von hinten kommen Viechers. Nein, hab ich auch nicht. Hä, warum seid ihr alle schneller als ich? Ist gar nicht wahr, guck mal, wo ich bin. Oh nein, da ist der Typ, der zu lange masturbiert hat. Ja, wie hast du denn das gemacht? Alter. Ich hab grad einen Fettsack erschossen. Nietzsche, warte! Nein, warum muss ich noch mehr? Hey, warte mal. Ich hab hier was für... Hä, wo ist das hingeflogen? Mann, da will man einmal trollen. Einmal willst du trollen. Guck mal, wie nett ich zu dir bin. Zwei habe ich am Anfang getrollt, danach nur noch Kadari. Also ich bin eigentlich voll der nette Typ. Aber. 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 Ausländer sind schon. Ja, ja, diese Aber-Sager sind das Schlimmste. Warum sollte ich mich selber heilen? Ich habe 42. Ich habe ja nichts gegen Zombies, aber. Okay, Zombies aber schießen hilft manchmal. Oh, cool! Da ist der Typ, der zu lange masturbiert. Witch! Ja, Hilfe! Putz! Sie hat mich gedingst und so. Der beste Mitspieler hebt gerade einen auf. Und ich auch. Dieses Eigenlob permanent, ne? Nein, ich hab mich selbst. Nein, ich hab mich selbst. Ich versorg dich! Dankeschön! Du bist voll korrekt. Ich weiß. Oh! Waffenladen! In echt übrigens auch. Hier gibt's AKs! Die ist automatisch. Oh lol! Hier liegt übrigens Laserpointer, wenn ihr haben wollt. Das will ich auch mal kranken Stissel. Oh Kurwa! Hier Laserpointer.
Will ich denn damit? Laserpointen. Nice. Also, hab ich gerade richtig gesehen, dass hier eine Spastli... Spasti liegt? Der Spast nimmt die Spast. Aufmachen, Drogenfahndung! Kooperieren Sie! Warum sind Sie wieder auf Englisch, Alter? Machen wir es nicht eigentlich andersrum, die Sprache auf Englisch und die Untertitel auf Deutsch? Bei mir sind die Untertitel auf Englisch und die Sprache auf Deutsch. Ja, bei mir auch, aber macht man das nicht andersrum? Also, eigentlich schon. Die Snacks und du machst dann den Weg frei? Das klingt doch fair. Ich mag den Synchronsprecher, der spricht auch Daredevil im Deutschen. Also so. In der Netflix-Serie. Ja, ich weiß, ich habe die Serie früher gemocht und die zweite Staffel fand ich dann viel langweilig. Und weißt du, wer denn noch spricht? Den Mitbewohner von Jazz aus New Girl und der heißt Nick! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Nickception, ey! Leute. Ja. Wie wir in The Walking Dead gelernt haben. Zombies werden von Geräuschen angelockt. Holen Sie sich Cola aus dem Laden! Hast du Cola für den Spinner? Ich wusste gar nicht, dass du Cola willst, Alter. Muss nachladen! Nein, man will's wieder. Komm doch rüber! Okay, finde ich gut. Ich mag es, wenn ich ignoriert werde. Kenn ich von meinen Eltern schon. Jetzt sieht's krass. Okay. Weißt du? Okay. Bin ich gemutet? Oh, Kurva. Nein. Ich brauche viele Pferde. Bisschen hart ignoriert. What? Kann mir mal bitte jemand helfen? Nope. Wir helfen uns gerade. Ist viel wichtiger. Geheilt der Cola erschlagen. So, warte, jetzt. Jetzt machen wir ein bisschen Metzelpower. War klar, dass die Schwarze keine Schusswaffen bedienen kann. Als ob. Du darfst nicht solche Dinge sagen. Das ist nicht was okay. Denn? Das ist wie ein... Lade nach! Was? Oh, hast du mich grad... Nein, ich dachte... hier ist so ein Typ, so ein Vetter... ...irgendwo gewesen. Ja, ich sehe nur Kadaver. Lol. Puzzle ist gleich tot. Was wäre was? Schon wieder ja, hoch? Ja, mir auch ganz halt so schön geholfen. Oh, shit! Wo ist denn der überhaupt? Hier drüben! Was? Wo ist hier drüben? Ja, hier! Was machst du da? Also! Jo! So, okay, das ergibt Sinn. Gamesky, kommst du? Ich bin auch sofort soweit! Ich hab keine Munition mehr. Naja, den hab ich schon. Oh, lol, wo muss ich jetzt hin? Lol, baby, lol. Kurva! Mann! Ich halte dir den Rücken frei! Die ist halt einfach geil, die Kettensäge. Da ist so ein Typ mit der Zunge. Ja, wenn mein Charakter mal in der Lage wäre... Eigentlich muss in jedem Videospiel eine Kettensäge geben, auch in Sims oder so. PUBG. Boah, der Diverse, oh mein Gott. Das wäre so geil. Ja, flüchtet lieber von mir, ihr Pisser. Ich bin fast tot. Ich nicht. Kann mich jemand so, ja, natürlich Gangs kann mich schon wieder hören, der macht's nicht. Was ja, aber nicht, ich weiß noch gar nicht mal, wo ihr seid. Ich versuch hier noch irgendwie zu überleben. Warum bist du jetzt immer noch im Laden? Was denn? Komm mal aus dem Laden. Ich dachte, jetzt ist aber gerade hier Sommerschlussverkauf. Ja, au. Puzzle, Verbandszeug verarzten. Der schmeißt halt einfach einen Molle hin, ey. Und er halt mich trotzdem. Siehst du, was für ein netter Typ das ist? Ja, ich würde aufhören. Vor allem kommen voll die Tesafilm-Geräusche, wenn man jemanden verbindet. Was soll denn das? Naja, vielleicht haben sie nichts anderes mehr. Steh da, Eber. Und das sieht doch richtig scheiße verbunden aus. Das Band ist viel zu locker einfach und sitzt mega weit. Ich find's so geil, wenn man die Typen in den Anzügen tötet, die dann in die Luft da rausgeht. Oh, Bruder! Ah! Ich hab ihn weggekettensägt, ja, alles gut. Also bitte so nicht, okay? Ja.
Ich will auch eine Kettensäge. Willst du meine haben? Die ist alle. Nee. Ist wahrscheinlich gleich leer. Nee, die ist schon leer. Danke, gib mal. Hä, hey, was ist das für ein unrealistisches Spiel? Ich kann doch nicht mal das Auto klauen. Alter, wir spielen Left 4 Dead. Was bin ich denn hier? Wir töten an so viele Massen an Zombies. Ist unrealistisch. Ich brauch Munition, ganz dringend. Ja, hier drin im Safe Room. Oh, ich hab Munition. Also eigentlich können wir aufhören mit der Mission. Alle wichtigen Leute sind da. Halt dein Maul! So, jetzt sehen wir, wer hier der Beste ist. Also wer jetzt der Beste... halt dein Maul, ich hab mir so viel Mühe gegeben. Dann kommt der... Hat der Bitch am meisten Schaden zugefügt? Was kann ich so? Mal, komm, müssen wir mal gucken. Ach komm mal, ey! Nahkämpfe! Also jetzt mal ernst. Das ist egal, ich bin auf Platz 1. Ja. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you